Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Control. Letztes Mal haben wir ein paar Kühlpumpen wieder gemacht und jetzt sind wir kurz davor, die Quarantäne aufzuheben. So, aber zuerst werden wir hier uns ein bisschen mehr umsehen. Was ist das? Sektor Elevator. Da gezeigt. Ah, jetzt sind wir hier. Ah, wir bekommen ganz viele lustige Abkürzungen. Entschuldigung, ich mache hier die ganze Inneneinrichtung kaputt. Als ob die nicht schon genug kaputt wäre. Ist hier nicht sonst noch irgendwas Lustiges? Wo kommen wir denn da hin? Da kommen wir nach unten. Wollen wir das? Was ist unten? Schauen wir uns das mal kurz an. Oh! Schwarzstein, Steinbruch. Okay. So. Ja, ich glaube, sonst gibt es hier nichts. Dann. Ah, das ist der Schlüssel. Ah, das ist eine geile Idee. Sprich mit Emily. Das war's. Die anderen Sektoren sollten jetzt offen sein. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ich Emily sage, warum ich hier bin. Ich riskiere es. Ihr beide solltet euch kennenlernen. Wieso ist da wieder einer gekommen? Hey, du, ich sehe dich. Bleib hier. Das war ja überraschend seltsam. War das der letzte? Ich wollte gerade zur Seite weichen, aber ich hatte zu wenig Energie. Wo ist der? Ich muss halt einmal niesen und ich bin tot.
Ein bisschen Heilung, gut. Da warst du. Dieser kleine Drecksack. So. Einfach durch. Ich könnte auch Schnellreise machen. Das bin ich. Wo muss ich hin? Okay. Zentrale Geschäftsleitung. Ja, okay, dann machen wir das mal kurz. Zu Fuß hätte ich wahrscheinlich genauso lange gebraucht. So, da sind wir wieder. Sprich. Hope sagte, wir sollten ihre sogenannte Zischer-Spruchformel dokumentieren. Wie? Etwa? Eigenhändig? Mit Stift und Papier. Ich glaube, die wollen, dass wir draufgehen. Mit Stift und Papier? Hallo? Jesse, du hast es geschafft. Du hast die interne Quarantäne aufgehoben. Wir müssen reden, Emily. Ja, natürlich. Hör mal, Emily. Scheiß drauf, sag's ihr einfach. Ich war nicht ganz ehrlich. Ich habe einen jüngeren Bruder, Dylan. Als Kinder fanden wir einen alten Dia-Projektor auf Ordinary's Müllhalde. Die Dias erzeugten Portale zu anderen Orten. Schlimme Dinge geschahen. Kamen durch. Das muss reichen. Den Rest behalte ich für mich. Aber wir fanden Hilfe. Durch eines der Portale stießen wir auf etwas. Ein Wesen. Ein Wesen? Was für ein Wesen? Schwer zu beschreiben, aber sie half uns. Wir konnten den Projektor ausschalten. Die schlimmen Dinge, die durch die Portale kamen, verschwanden. Danach kam die Behörde. Wollte uns schnappen. Ich lief davon. Dylan wurde erwischt. Ich ließ ihn zurück. Die Behörde nahm deinen Bruder mit? Ja. Sie haben es vertuscht. Niemand glaubte mir. Ich will nur Dylan finden. Seit diesem Tag suche ich ihn. Was ist mit dem Dia-Projektor passiert? Er klingt wie ein weiteres Objekt der Macht. Ich dachte, ihr hättet ihn. Die Behörde. Genau wie Dylan. Ich habe nie davon gehört. Aber hier ist alles streng geheim. Ich sah mir die Akten zum Ordinary AWE an, das du erwähnt hast. French und Darling waren beide beteiligt. Ein großer Bereich des Isolationssektors wurde dafür reserviert. Der Fall ist schon seit langer Zeit nicht mehr aktiv. Ich weiß nicht, ob da noch etwas ist.
Kannst du mir mehr über dieses Wesen sagen, das ihr gefunden habt? Hoffen wir, dass ihr beide euch versteht. Sie begleitet mich seit Ordinary. In meinem Kopf. Sie führte mich her. Ich nenne sie Polaris. Wie dein eigener Polarstern? Wusste Polaris vom Zischen? Wenn sie trotz der Quarantäne hier hereinkam, muss sie sehr mächtig sein. Was eine Erklärung für deine Testergebnisse sein könnte. Deine Werte sind unglaublich, Jesse. Und beim Gegenchecken mit der Datenbank fand ich 2 Treffer in Darlings alten Geheimakten. Leider kann ich nicht darauf zugreifen. Ich sehe nur die Codes. Einer war P6. Das bezieht sich auf einen Kandidaten als möglichen künftigen Direktor. Das wurde vor Jahren aufgezeichnet. Dylan, ist das Dylan? Der 2. Treffer betrifft einen sogenannten Hetron, das mit diesen Hetron-Resonanzverstärkern zu tun haben muss. Ich weiß nur, dass Marshall nach dem ersten Angriff der Zischer in den Forschungssektor ging, um die HAV-Produktion zu sichern. Also, Marshall dürfte unsere beste Spur zu Dylan sein. Ich muss ihr folgen. Wie komme ich in den Forschungssektor? Mit meiner Schlüsselkarte. Der Sektorenlift bringt dich hin. Stufe 3. Marshall ist der nächste Schritt. Was Emily über Ordinary sagte. Die Verbindung meiner Kräfte mit der Historie der Behörde. Ich bin so nah an etwas dran. Spürst du es? Es liegt was in der Luft. Wir kommen abwechselnd zu Besuch. Ich half dir und du schuldest mir jetzt. Wenn die Zeit kommt, komm auch ich. Alter, nein. Wie er... Warte. Der hat doch... Warte, wichtige Ziele. Wir haben ihnen auch geholfen. Wir haben die Verstopfung weggemacht. Und wir haben... Ach, das ist doch blöd. Es heißt, Trench wurde erschossen. Die Lage verschlimmert sich. Vor ein paar Wochen sah ich, wie Trench und Darling sich stritten. Trench war richtig wütend. Sei nicht albern. Was hätte der Musterknabe der Behörde davon, den Boss zu töten? Er hat sich selbst getötet, ne? Fähigkeits... 6 Fähigkeitsstufen. Einmal schleudern, bitte. Dann würde ich mir nochmal... Warte, was ist das? Okay, aber dann... Psy-Schlag plus 10%. Mehr Energie. Ja, komm, ich muss erstmal mehr Energie machen. Und nochmal mehr Energie. Jetzt haben wir 0. Okay. Ja, das passt. Gegen Maßnahmen des Rats. Was ist das denn? Überlebenstaktik? Töte Gegner ohne zu sterben. I don't get it. So. Gut. Club der alten Herren. Das machen wir doch glatt. Wo müssen wir hin? Forschung. So. Geil. Jetzt können wir überall hin. Wartung, Isolation, Forschungs... Wir gehen mal in zum Forschungssektor. So, dann gehen wir mal zur Forschung.
Zentrale Forschung. Finde Marshall. Willkommen im Forschungssektor des Federal Bureau of Control. Ich bin Dr. Caspar Darling, der Leiter hier. Jemand dachte wohl, dieses Video wäre toll für interne Kommunikation. Da schaue ich Sie an, Mr. Tomasi. Tja, das ist unsere Zauberkammer. Na gut, ich bin nun seit 24 Jahren hier. Ich war schon immer hier. In all den Jahren haben wir erstaunliche Entdeckungen gemacht. Äußerst wichtige Studien verfasst. In all dieser Arbeit gibt es eine Gemeinsamkeit. Und das ist, wie wenig wir wirklich wissen. Wir streben natürlich danach, die Grenzen der Realität zu erweitern. Zum Stolz unserer Behörde. Also, willkommen. Vorausgesetzt, Sie haben eine Sicherheitsfreigabe und befolgen das Sicherheitsprotokoll. Und das Handbuch. Lesen Sie es, sonst droht Unheil. Gut. Oh, nee. Willkommen im Forschungssektor des Federal Bureau of Control. Ich bin Dr. Caspar Darling, der Leiter hier. Achso, ich dachte wohl, dieses Video wäre toll für interne Kommunikation. Da schaue ich Sie an, Mr. Tomasi. Tja. Tja, Tomasi ist leider jetzt nicht mehr so lieb. Warte, da habe ich was gehört. Ich schmeiß mal eine fette Bank nach dir. Wo bist du hin? Oh, da sind ja mehr. Man muss das nur schnell machen, dann können die nicht ausweichen. Oder gegen Sniper. Ich schau mal, was es hier so gibt. Aha. So, hey, also ich habe mich wegen der Pflanzen in der Forschung gewundert. Ist es wirklich notwendig, ihnen etwas vorzusingen? Ich meine, der Hausmeister hat eine schöne Stimme und den Pflanzen scheint es echt zu gefallen. Vielleicht könnte er nur einmal... Nee. Könnte er einfach mal eine andere Platte auflegen. Achso, ich habe den Tango ziemlich satt. Und woher kommen die Pflanzen überhaupt? Niemand scheint sich daran erinnern zu können, wie sie gepflanzt wurden. Entschuldigung, bla bla bla. Und die Leute sind ein wenig zu begeistert von ihnen, wenn man mich fragt. Werden wir von Zimmerpflanzen überfallen, scheint eine Untersuchung wert zu sein. Dr. Lewis. Ah, so. Aber schon cool. Also, oh je. Synchronizität.
Synchronizität ist ein Phänomen, das von den Erwachsenen schon lange erkannt worden ist, aber erst neuerdings einen Namen durch die Wissenschaft erhalten hat. So erklären wir vernunftmäßig Ergebnisse, die durch keine identifizierbare Kausalität verbunden, aber dennoch eindeutig zielgerichtet miteinander verknüpft sind. Wie sieht ein Traum ein Ergebnis auf der physischen Ebene voraus? Warum bellen Hunde beim Tod ihres Herrn, der Kilometer entfernt passiert? Die Welt wird geordnet auf eine Art und Weise, die wir noch nicht verstehen. Manchmal stolpern wir über diese unsichtbaren, unbekannten Fäden und wundern uns über das Ergebnis. Der Visionär Carl Jung ebnete den Weg, den wir jetzt gehen müssen. Meine noch junge Forschungsabteilung macht es sich zur Aufgabe, zuverlässig das Verhalten am Ende des Jahres 1959 zu reproduzieren. Wenn das geschehen ist, werden die Techniker der Synchronizität sich zu gegebener Zeit selbst offenbaren. Wir beschreiten den Weg in die Zukunft der Wissenschaft. Yeah! Die Geschichte wird sich vielleicht nicht an unseren Namen erinnern, aber Gott persönlich wird dies tun. Vollständiger Bericht in Akte in der schwarzen Akte. So. Ich will nicht beobachtet werden. Dann, wenn sie uns haben wollen, sollen sie uns haben. Parapsychologie, Dr. Darlings Office. Den will ich auch mal. Aber wahrscheinlich ist der auch jetzt böse geworden. Deswegen werde ich den erstmal nicht besuchen, beziehungsweise wahrscheinlich müssen wir ihn später sowieso besuchen. So, hier ist auch nochmal was. Nicht verfügbar. Ein mögliches AW, im Zuge dessen eine namenlose Einzelperson über eine Telefonleitung einen Fall von Transkorporealität erlebte. Ereignis weist deutlich Ähnlichkeiten mit AW auf, im Rahmen dessen. Eingriffe während des Ergebnisses. Ereignis ist vermutlich zugeschrieben und als Gegenreaktion wurde die folgende Maßnahme unternommen, bla bla bla. So. So, Energie wieder. Ach, ich kann das kaputt machen. Ist da noch keiner? Hä? Irgendjemand hat doch gerade auf mich geschossen. Ah, wahrscheinlich wieder.
Headshot mit einem Stein. Abteilungsleiter. Liebe das Geräusch. Gut. Schön. Das ist natürlich auch schon. Und ich würde sagen, jetzt machen wir das dann noch. Oh, die kommen ja wieder. Ach krass. Ich kann so da rein. Ach, ist ja geil. Gut, ich würde aber sagen, das werden wir dann in der nächsten Folge anschauen. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.